Diese Rutschbahn hasse ich. Ich gehe wieder hoch. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach. Ich habe ja gestern eine Abstimmung gemacht, wo es darum ging, ob ich das Spiel lieber als Livestream fertig spielen soll oder halt in Videoform. Und die war ziemlich eindeutig für die Videos. Ich bin immer noch da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Das heißt, ich muss jetzt noch einmal die Treppe hoch und zu dieser Tür. Dafür muss ich an drei verschiedenen Gegnern vorbei. Einmal haben wir ihn, den Google-Übersetzer. Sein Job ist es, den Boden so sauber zu halten wie möglich, damit niemand ausrutscht. Und er hat die Stimme von Google Translator geklaut. The Mega Pizza Plex is closed. Leave the premises or I will be forced to call security. Außerdem ist er ziemlich dumm. Dann haben wir ihn hier, Jack. Jack ist schon eine etwas größere Bedrohung. Er untersucht das Gebiet mit seiner Taschenlampe nach potenziellen Eindringlingen. Und zu guter Letzt haben wir sie. Die Schreckschraube vom Dienst. Müllsuchti. Sie ernährt sich ausgesprochen gerne von Müll, aber lasst euch nicht von ihrem Verhalten täuschen. Sie ist ausgesprochen gefährlich. Um es zur Tür zu schaffen, muss ich an allen drei Gegnern vorbei. Und während ich das gerade alles erklärt habe, habe ich es schon geschafft. Oh, sieht das cool aus. Warum gab es in meiner Kindheit nicht so einen Ort? Slide into fun. Genau wie bei deinem... Das war dramatisch. Oh, ist das cool, ein Bällebad. Voll cool und total hygienisch. Oh. Oh Gott. Hey, lass, geh raus aus meinem Bild, bitte. Wie nervig der ist. Für Ablenkung sorgen, okay. Ravioli-Attacke! Ich will unbedingt die Lichter ausmachen, nur um ihn abzufacken. Oh. Okay, das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Ich glaube, ich darf die Taschenlampe nicht anmachen. Das ist actually unangenehm. Ich fühle mich gerade nicht sehr wohl, tatsächlich. Boah. Das klingt, als wäre er 10 cm hinter mir einfach. Ich glaube, ich bin stuck. Hey, kannst du mir helfen? Vielleicht? Also, ich habe hier gerade irgendwie eine Verkehrspanne. Hallo? Hilfe. Generatoren einschalten. 0 von 5? Ja, warum auch nicht? Ich bin ein bisschen confused gerade. Zum Glück ja auch nur ein bisschen. Aber ich habe den ersten hier, glaube ich. Hör auf mich zu beleidigen. Ich war gar kein böses Kind. Ich war ein sehr nettes Kind, okay? Ich habe meiner Oma bestimmt schon 3-mal über die Straße geholfen. Und beim 4. Mal habe ich sie auch dabei gestützt. Aber nur beim 4. Mal. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und ich glaube, er weiß auch nicht, wo ich bin. Das ist das lameste Hide-and-Seek ever. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich nehme das zurück. Was denn? Okay, vielleicht sollte ich einfach rennen. Wie entkomme ich, wenn er mich einmal gesehen hat? Hey! Bist du? Weißt du, was ich richtig cool finde? Dass die Stromgeneratoren in einer Kinderrutschbahn versteckt sind. Das ist aber das erste Mal, wo ich sagen muss, okay, das ist gar nicht mal so ungruselig. Lass erstmal hier die Rutschbahn runtergehen und dann gehen wir hier runter. Ich glaube, das war relativ dumm. Wir gehen wieder zurück hoch. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass er auf das Licht reagiert. Das heißt, wenn ich meine Taschen... Warum tut das Spiel so, als würde ich gleich sterben? Ich bin John Cena. Ich bin nicht nur für das Menschliche, sondern auch für das Roboterauge nicht sichtbar. Oh, Jesus. Da ist er ja. Ja. Oh, ich bin in einem Horrorspiel und der Strom fällt aus. Jetzt muss ich irgendwo langkrabbeln und ihn wieder anschalten. Das ist ja originell. Habe ich das richtig verstanden? Du darfst die Taschenlampe nicht benutzen, weil er sonst weiß, wo du bist. Aber wenn ich die Taschenlampe nicht benutze, habe ich keine Chance zu wissen, wo er ist. Es ist, als würdest du einen Horror-Action-Film drehen, aber mit 2 Blinden. Toll, 3 Möglichkeiten, ich gehe rechts. Toll, wieder 3 Möglichkeiten, ich gehe nochmal rechts. Toll, 3 Möglichkeiten, ich gehe nochmal rechts. Und hier war ich schon mal. Fuck! It's past your bedtime. Kann man ihn irgendwie töten? Wie werfe ich nochmal Granaten, Leute? Was war der Button nochmal dafür? Sobald du halt ein Kabel gefunden hast, kannst du einfach dem Kabel folgen.
Warum finde ich die jetzt so schnell? Ich habe vorhin so gestruggelt. Ich hoffe, er kommt nicht in so einen Endboss-Modus. Weißt du, wie ich meine? Wo er dann komplett ausrastet. Ach nee, das ist die Rutschbahn. Diese Rutschbahn hasse ich. Ich gehe wieder hoch. Oh mein Gott, warum? Was ist das denn für ein Tryhard? Come on, Nummer 5, Nummer 5, Nummer 5. Ich wäre vorhin schon fast draufgegangen. Ich verliere schon meine Stimme wegen dem, ey. Oh, es werde Licht. Ich gehe da mal. No, ist das ein Klischee? Ja, sag das doch früher. Chica, du willst aufs Maul. Am Ende jeder Stunde musst du in eine Ladestation, sonst wirst du geschnappt. Ja, okay, da ist eine. Das war Zufall. Das ist doch volle Batterie, Alter. Was für Ladestation? Oh. Wir haben hier eine Piñata und du kannst nichts damit machen. Ich bin so enttäuscht gerade. Okay. Freddy, er wird einfach zu mir teleportiert. Ist meine Taschenlampe? Ah, Jesus Christ, ich verdrück mich ständig. Sieht einfach so dämlich aus. Junge, hör, friss mich nicht auf. Also ich meine, realistisch gesehen, ich kann mich jetzt einfach hier in die Ecke stellen. Hier in die Ecke stellen, bis 6 Uhr warten. We should get moving. Ah. You can access the main atrium with your new security badge. Das Atrium? Junge, kannst du auch Deutsch mit mir reden, bitte? Das Atrium. Eh. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Oh, was zum... Please take this map. Lift Jumpscare. Das ist dein Ernst. 3, 4, 5, 6. Gibt es 7 Stockwerke? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich bin auf Ebene 2. Ich schaue mich jetzt hier mal ein bisschen um. Lass mal hier runtergehen. Phaser Blast. Da will ich so gerne hin. Aber es hat geschlossen. Den Luftschacht bei Salate und Beilagen betreten. Zur letzten Zeit. Das da drüben ist. Ja, dann trennen sich hier wohl unsere Wege, ne? Also, ich meine, du gehst jetzt, ne? Also, tschüss. Husch, husch. Hinfort. Arrivederci. Au revoir. Goodbye. Okay, Freddy hat mich jetzt wenden sehen. Ich hoffe, er wollte mich nachher nicht raus. Oh, Lüftungsschächte, wie ich sie liebe. Warum eigentlich... Moment mal, warum eigentlich bin ich hier? Können wir da nochmal kurz drüber reden? Warum bin ich hier? Weil eigentlich... Ich finde es toll, dass ich überhaupt durch diesen Schacht gehen muss. Obwohl ich hier eigentlich nur bis 6 Uhr durchhalten muss. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Dieser Gregory ist sehr unternehmenslustig. Ich dachte gerade, da wäre was gewesen. Oh, was? Music Man! Music Man! Du bist ein kleiner Music Man! Oh, es ist ein kleiner Music Man! Ich habe dich ein bisschen größer in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Rutschen. Halte eh zum Rutschen. Ja! Geil. Geil. Oh. Yo. Where am I? Warum hört sich das so an, als würde im Schacht ein Pferd galoppieren? Wie toll, dass hier jemand Geschenke für mich platziert. Ein Fizzy Fast Freddy. Das hat mir gerade noch gefehlt. Da gehe ich halt in die andere Richtung. Oh. Das führt auch hier hin. Wait. Was? Wie weißt du, dass ich hier bin? Hä? Du willst jetzt aber nicht sagen, dass du hier durchkommst. Oh. Hi. Hier lang. Ja, toll, dass du umdrehst. Das macht Sinn. Dann ist es halt auf Limits. I don't care. Warum weißt du, wo ich bin? Warum weißt du, wo ich bin? Warum weißt du, wo ich bin? Was? Sie war hinter mir und dann vor mir. Spiel, hast du irgendwie was genommen? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich lock sie hier rein und dann gehe ich einfach auf der anderen Seite raus. Hier bin ich. Komm. Ja, dreh um.
Genau. Mach einfach das Gegenteil davon, was ich will. Sie haben mich gesehen. Sie haben mich gesehen. Wo versteckt man sich hier? Hier sind nur Geschenke drin. Nein. Nein. Jetzt gibt's sie einfach auf. Aber ich bin fertig. Ich brauche einen Rivella. Oh. What? 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 This area is off limits. Ich kann nicht mehr. Ah! Könnt ihr mal aufhören mit dieser Musik? Sei ruhig. Danke. Pizza Bot. Ja, Gesundheit. What? 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 Ich muss eine Pizza machen? Das mache ich aber dann auf meine Art. Herzlich willkommen in meiner Pizzeria. Ich mache jetzt die Pizza, die Chica nachher bekommt. Was essen Hühner? Gekochte Kartoffeln. Say no more. Wir machen ein Smiley aus Kartoffeln. Gekochte Eier mit Schale. Ich hoffe, das sind genug. Yeah, boy. Oh Gott im Himmel, ey. Das sieht aus wie der nächste Marvel-Endboss. Maiskolben vom Feld. Es schneit, es schneit. Es ist kein Schnee, es ist Mais. Und zu guter Letzt frische Zweige und Blätter. Ey, voila. Schön ist er geworden. Mmm, lecker, 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 lecker. Ihr könnt alle bezeugen, dass ich nichts falsch gemacht habe, ja? Yeah. Wow. Fast so gute Performance wie Security Breach. Mmm. Die Hölle. Die Pizza ist fertig. Mal schauen, wie Chica darauf reagieren wird. Ja, das gefällt dir, hä? Ich muss zu Freddy zurück. Also, hat er mich schon wieder verarscht? Wetten, Freddy ist der wahre Böse am Schluss. Wetten, er ist der Böse? Und er manipuliert Vanny? Sodass ich denke, dass sie die Böse ist. Wisst ihr, wie ich meine? So Mindplay. Vielleicht habe ich zu viele Among Us-Videos geguckt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwann so ein Reveal kommt. Oh, das ist ja... Warum eigentlich immer du? Jetzt haben wir noch ein Toilettenlabyrinth oder was? Komm, bitte, lass es eine Tasche voller Geld sein, die irgendein Drogendealer fallen gelassen hat. Please. Eine Nachricht? Mein Sohn hatte noch nie Schlafprobleme. Nach einem Abend in der Kita weigert er sich jetzt einzuschlafen, wenn kein Licht brennt. Er weint und weint und weint. Und wenn ich dann doch das Licht anlasse, macht er ins Bett. Mama, das sollte doch unter uns bleiben. Oh, ja, hallo. Ich bin der neue Mitarbeiter hier. Du fix mein Name. Na, ich bin dann auch gleich mal wieder weg. Alter. Nee, nein, nein. Oh, oh shit. Ey. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Ja, vielleicht nicht super schlau, aber doch überdurchschnittlich intelligent. Ich habe einen Schraubenzieher bekommen. Ja, damit steche ich jetzt gleich alle ab. Irgendwie. Oh. Ja, huch. Okay, ich hau dann mal ab. Warum bist du da? Warum bist du jetzt da? Ready? 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 Ja, und ich bin unterwegs, hier diese Folge zu beenden. Es war ein bisschen frustrierend. Und mit bisschen meine ich extrem. Und beim nächsten Mal fahren wir hoffentlich Go-Kart-Rennen. Oder machen irgendwas Spannenderes als heute. Ich hoffe es zumindest. Bis zum nächsten Mal. Ich muss dringend aufs Klo, Alter.